Yo, was geht ab? Mero und Loredana haben ja veröffentlicht, dass sie zusammen einen Track raushauen werden. Das Ganze soll nächste Woche Freitag rauskommen. Wie gesagt, ich habe schon meine Hörprobe für euch. Wir können in zwei kleine Ausschnitte vom Song auf jeden Fall mal reinhauen. Ich denke mal, nächsten Mittwoch oder so wird wieder ein Teaser kommen. Man kennt es von Mero. Und da würde ich sagen, plapper ich nicht weiter lang rum. Alle machen Obe, doch ich habe es mir verdient. Denn nach so einem Brille kamen so viele Kopien. Million Dollar Smiles, denn er weiß wie Kokain. Ich glaube, sie ja, also das war der erste Part auf jeden Fall von Loredana. Man kann auf jeden Fall sagen, in diesem Song haben die auf jeden Fall den Autotune vergewaltigt. Ist zu heftig auf beiden Stimmen, meiner Meinung nach zu viel Autotune. Man muss schon sagen, von Mero auf jeden Fall ein kluger Schachzug, denn sein Hype ist einfach nicht mehr so heftig da wie davor. Seine Songs laufen nicht mehr so heftig und ja, Loredana hat auf jeden Fall ihren Hype des Lebens, würde ich mal sagen. Und dass die zusammen dann einen Track machen, ist schon ein kluger Schachzug für beide. Aber ich hätte mir auf jeden Fall einen besseren Song gewünscht, mein Geschmack ist auf jeden Fall nicht. Zu viel Autotune auch in der Stimme von Mero, wir geben uns gleich noch einen Ausschnitt von Mero. Und dann müsst ihr euch noch gedulden für bis nächste Woche und dann könnt ihr das Ganze streamen. So, und dann würde ich sagen, schauen wir mal noch in Meros Part rein und let's go. Ja, also, wie gesagt, schreibt mir in die Kommentare, was ihr von der Hörprobe jetzt meint. Seid gespannt auf jeden Fall auf nächste Woche. Dann könnt ihr euch das Ganze auch in Dauerschleife geben. Eure Meinung ist auf jeden Fall gefragt. Was haltet ihr von Mero? Was haltet ihr von Loredana? Schreibt es in die Kommentare, lasst es mich wissen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Und dann